So, frisch gestärkt geht's jetzt an das große Paket ran. Das habe ich auch schon mal aufgeschnitten. Und da lachen eigentlich sehr schöne Sachen an. Aber es ist auch ein Zettel dabei. Viel Spaß mit dem Paket. Hihi. Ja, das werde ich wohl haben. Das sieht schon sehr, sehr spaßig aus. So. Krasse Sache. Dann nehmen wir als erstes mal das hier heraus. Bam. Sternburger Export in der freundlichen 1-Liter-Flasche. Na, das ist doch mal eine Maßeinheit, die angebracht ist. Ja, sehr schön. Süffig und würzig soll es sein. Okay, es ist eine Plastikflasche, das macht aber nichts. Bei 1 Liter ist das vielleicht auch besser. Ja, schönes Format. 1-Liter-Flasche, sehr gut. Aber ich sehe, da kommt jetzt noch mehr zum Vorschein und das holen wir jetzt gleich mal hier raus. Boah, krass, was ein Brecher. Haha. Erstmal kommt noch ein Sternburger Export, auch in der praktischen 1-Liter-Flasche. Sehr, sehr schön. Aber jetzt geht's los hier. Boah. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. 2 Liter Flaschen vom Breznak. Ja, ein tschechisches Bier ist das, glaube ich, ne? Das ein helles Vollbier. Ja, das habe ich, glaube ich, auch schon mal geschickt in der 0,5 Liter Flasche. Ich fand das Etikett so schön. Das Etikett hier ist natürlich noch schöner, weil es eine 2-Liter-Flasche zeigt. Sehr geil. Ah, original böhmisches Pilz. Ist Böhmen in Tschechien? Ja, Tschechische Republik. Mein Gott, ey. Mein Erdkundelehrer würde staunen, was ich alles weiß, obwohl ich kaum da war. So, das stellen wir erstmal hier hin. Sehr schönes Format. 2-Liter-Flasche. Das kommt immer gut. So, dann kommt hier das dritte Sternburger Export. Auch in der 1-Liter-Flasche. Ja, das. Meine 0,33 Liter Flasche wirkt dagegen echt wie ein Spielzeug. Na, guck, kann ich auch leer nachnehmen. So. Das ist ja schon mal reichlich Material. Aber das Paket ist noch nicht leer. Es geht noch weiter. Ah, das ist noch mal eine Limonade. Und zwar Bundaberg. Limone, eine australische Marmelade hätte ich jetzt fast gesagt. Limonade. Ja, sehr cool. Schönes Pendant zu den 1 bzw. 2 Liter Flaschen Bier. Eine 0,33er Limonade. Sehr schön. Ah, okay. Desperados Mojito. Mit Mint und Limone verfeinert. Kenne ich so auch nicht. Desperados kennt man natürlich. Das habe ich früher gesoffen wie ein Schwein. Aber das kenne ich jetzt noch nicht. Also auch ein neuer Testhobel. Sehr geil. So, einen haben wir noch. Von Guinness. Boah. Hophaus Lager. Kenne ich auch noch nicht. Das sieht sehr gut aus. Wasser, Gerstenmalz, geröstete Gerste, Hopfenextrakt. Ja, mit 5% Volumen Alkohol. Bei einem Lager würde ich vermuten, es ist ein Schwarzbier, ein Dunkelbier. Guinness kann ja auch gar nicht so wahnsinnig viel mehr. Die können ja nur irgendwie Schwarzbier. Ja, da bin ich mal gespannt. Also, so das klassische Guinness ist jetzt komischerweise nicht so mein Fall. Nee, muss ich echt mal sagen. Das Guinness mag ich nicht so gerne, das Original. Ja, umso gespannter bin ich hier drauf. Das sieht sehr gut aus, macht alles einen guten Eindruck. Dann mache ich gleich nochmal einen schönen Überblick. So, da haben wir hier erstmal die wunderschöne Limonade von Bundaberg aus Australien in der 0,33 Liter Flasche. Gefolgt von der 0,33 Liter Flasche Desperados Mojito. Tequila mit Mint und Limone. Minze und Limone.
Dann kommt in der 0,33 Liter Flasche ebenfalls von Guinness das Hophaus Lager. Sehr interessant, da freue ich mich ganz besonders auf den Test. Und dann kommen die mächtigen 1 Liter Flaschen von Sterni, Sternburger Export, süffig und würzig in der 1 Liter Flasche. Sehr schön, auch darauf freue ich mich sehr. Und es geht noch größer. Die mächtigen 2 Liter Flaschen von Breznak. So ansprechend, wie das aussieht. Der Typ hat irgendwie keine große Freude beim Trinken. Ich glaube, der haut sich schon die zweite oder dritte Pulle davon rein. Der hat schon ein bisschen Kopfschmerzen, so wie er aussieht. Ja, sehr, sehr geil. Ja, nochmal hier in die Perspektive. Kriegen wir gar nicht alles so drauf. Sehr geiles Paket. Klein und fein, groß und bekannt und riesig und ich bin mal gespannt. Geiles Paket, vielen, vielen Dank dafür.